This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur inzwischen 52. Lesung und Besprechung des Buches über die Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear. Wir haben am Ende des letzten Kapitels, der letzten Lesung, das letzte Kapitel dieses Buches angefangen, nämlich Kapitel 14, der Scheiterhaufen. Und ich habe da einige Dinge gesagt, wo mir später einfiel von, Mensch, Jörg, du hast was ganz Wichtiges vergessen. Und da ich was ganz Wichtiges vergessen nicht so schön finde, dachte ich von, das kann man ja korrigieren. Ganz in dem Sinne, obwohl es kein wirklicher Fehler war, wie John F. Kennedy gesagt haben soll, ein Irrtum wird es zu einem Fehler, wenn man sich weigert, ihn zu korrigieren. Ich habe mich ja nicht geirrt. Ich habe nur etwas vergessen einzufügen und das tue ich jetzt am Anfang dieser Lesung, weil wir fangen gleich nochmal an mit Kapitel 14, der Scheiterhaufen. Ich werde dann auch keine Kommentare mehr geben, weil wir haben ungefähr anderthalb Seiten gelesen. Aber ihr erinnert euch, was ich letztes Mal noch gesagt habe. Wenn ihr euch nicht erinnert, dann schaut euch die Sendung nochmal an. Und ich werde jetzt zu Anfang, bevor ich die Erklärung jetzt abgebe und hier einfüge, die ich eigentlich letztes Mal hätte machen müssen, aber es war abends, gestern Abend, war nicht mehr 100% in meiner Konzentration anscheinend, sonst hätte ich da direkt dran gedacht. Ich werde euch jetzt ein kleines Audiostück einspielen von knapp 40 Sekunden aus der Lesung vom letzten Mal, also der 51. Sendung, und werde dann den Kommentar geben, den ich hier zu geben möchte. Und der wird euch, denke ich, ein bisschen die Augen öffnen, weil wir hier ganz deutlich sehen, dass mit der Einführung der Inquisition Anfang des 12. Jahrhunderts, wie ich ja bereits sagte, der Staat der Vasalle der Kirche ist, was wir ja schon öfter in dieser Lesung festgestellt haben, etwas ist, was sich durch die Jahrhunderte durchzieht und ich werde euch genau dafür Beweis liefern, nämlich aus dem 20. Jahrhundert. So, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, werde ich einfach hier jetzt eben das Audio einspielen,
knappe 40 Sekunden aus der letzten Lesung. Hört mal, das habe ich in der letzten Sendung gesagt. Wie erscheint unter diesem Licht die Judenverfolgung im Dritten Reich, wovon wir wissen, dass Adolf Hitler jesuitengesteuerter Katholik war? Wo wir wissen, dass der Faschismus und der Nationalsozialismus aus der römisch-katholischen Kirche kommt, von der römisch-katholischen Kirche unterstützt wurde und auf römisch-katholischem Nährboden gewachsen war und gediehen war und sich entwickelt hat und all die Gräueltaten verübt hat, die er verübt hat. Der Staat ist der Vasalle der Kirche. Damals und heute. So, das hatte ich also jetzt in der letzten Sendung gesagt. Und was ist jetzt der Nachtrag dazu? Ich hatte ja vor einigen Jahren das Buch gelesen Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, das so wunderbar der Bruder Viktor damals übersetzt hat. Und in diesem Buch, bereits im englischen Original, war ein Zitat darin auf Seite 27, also auf der deutschen Seite 27, Englisch weiß ich jetzt nicht, ist auch wurscht, wo ich dachte von, das ist unglaublich wichtig und damit bestätigen wir genau das, was hier zur Sprache kommt. Es geht um Antichrist Papst Leo den 13., der zu Kaiser Wilhelm, dem deutschen Kaiser, gesprochen hat. Und ich lese jetzt erstmal eben kurz das Zitat vor, so wie es in dem Buch Hinter den Diktatoren steht. Und danach lese ich euch original aus dem Memoiren des Kaisers vor, die ich mir damals besorgt hatte, und lese euch da ein Stück draus vor im Zusammenhang, wie es da steht. Also, aus Hinter den Diktatoren steht, Zitat, es ist bezeichnend, dass Papst Leo der 13. bei seinem letzten Besuch im Vatikan genau diesen Plan dem verstorbenen Kaiser Wilhelm II. Vorschlug. In seinen Memoiren schildert der Kaiser anschaulich den farbenfrohen und feierlichen Schauplatz, an dem das Interview stattfand, und schreibt, er habe notiert, was für die zukünftigen Angelegenheiten gesagt wurde. Was ihn am meisten interessierte, war das Beharren von Papst Leo darauf, dass das Heilige Römische Reich notfalls durch Krieg wiederhergestellt werden sollte und dass zu diesem Zweck, Zitat, Deutschland das Schwert der katholischen Kirche werden müsse. Ende Zitat. Es folgen die eigenen Worte des Kaisers. Zitat. Es war für mich von Interesse, dass der Papst mir bei dieser Gelegenheit sagte, dass Deutschland das Schwert der katholischen Kirche werden muss. Ich bemerkte, dass das alte römische Reich der deutschen Nation nicht mehr existierte und dass sich die Bedingungen geändert hatten. Aber er blieb bei seinen Worten. Ende Zitat. Nun, soweit erstmal das Zitat aus dem Buch Hinter den Diktatoren. Jetzt lese ich euch kurz aus Seite 177 vor, aus dem Buch Wilhelm II. Ereignisse und Gestalten zwischen 1878 und 1918. Aus diesem Buch, da habe ich das nämlich gefunden, in Deutsch. Und das habe ich mir vor einigen Jahren bereits besorgt. Das Buch selber ist gedruckt 1922, also ziemlich kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges. Und hier sagt er auf Seite 177 unter dem Kapitel Mein Verhältnis zur Kirche, und wir lassen die ersten zwei Seiten jetzt mal eben weg, sagt er am Anfang auf Seite 177, zu seinem 25-jährigen Papstjubiläum 1903, ne, der ist ja von 1878 bis 1903 hat er regiert, zu seinem 25-jährigen Papstjubiläum ließ ich Leo den 13. meine Glückwünsche aussprechen durch eine besondere Mission, die der dem Papst seit langem nahestehende Generaladjutant Freiherr von Loe führte. Nicht lange nachher, wenige Monate vor seinem Tode, konnte ich dem Papst meinen dritten und letzten Besuch abstatten. Wir müssen hierzu wissen, der Papst hat seit der Wegnahme der päpstlichen Städte, der Ländereien mit der Aufrichtung der Italienischen Republik zwischen den Jahren 1860 und 1870, hat seit dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870 den Vatikan nicht mehr verlassen. Weder Papst Pius VIII., der
Papst Pius der Neunte, Entschuldigung, Papst Pius der Neunte, den wir ja kennen vom Syllabus der Fehler, der damals 1870 ja auch das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes erlassen hatte, noch sein Nachfolger Leo der Dreizehnte oder seine Nachfolger Pius der Zehnte, Benedikt der Fünfzehnte, Pius der Elfte, Pius der Zwölfte, bis nach dem Zweiten Weltkrieg, Pius der Zwölfte, ist kein Papst, hat kein Papst nach seiner Wahl die Vatikanmauern verlassen. Er hat sich eingeschlossen in seinem eigenen Schloss. Und deswegen, wenn es solche Besuche gab, wie hier von dem deutschen Kaiser, dann musste der Kaiser zum Papst kommen. Der Kaiser konnte nicht zum Papst kommen. Oder wollte nicht zum Papst kommen. Wer muss zu wem kommen, hat natürlich auch immer so ein bisschen so eine Bedeutung. Aber ja, da will ich jetzt nicht zu tief reingehen, sonst sagt ihr von, ja, aber Papst Johannes Paul II. Ist ja durch die ganze Welt gereist und hat jedes Land geküsst, als er da kam. Ja, das Landküssen ist natürlich ein Zeichen dessen, dass er meint, das ist sein Besitz. Deswegen hat er übrigens auch den Koran geküsst, was viele nicht verstehen. Jedenfalls, das nur mal eben zum geschichtlichen Hintergrund. Deswegen besucht hier der Kaiser den Papst im Vatikan wenige Monate vor seinem Tode, seinen dritten und letzten Besuch, weil der Papst selbst die Mauern des Vatikan nie verlassen hat nach seiner Wahl. Wir fahren fort und lesen trotz seiner großen Schwäche, er war also anscheinend schon dicht beim Tode, kam der 93-Jährige mir entgegen und streckte mir beide Hände hin. Ich habe über diesen Besuch, der sich durch große Herzlichkeit von beiden Seiten auszeichnete, damals sogleich Aufzeichnungen gemacht, die mir unlängst wieder in die Hand kamen. Interessant, nicht? Der Kaiser macht sich Aufzeichnungen und die kamen ihm unlängst wieder in die Hand. Das heißt, sie wurden von jemand anderem in der Zwischenzeit bewahrt, gescreent, möchte man beinahe vielleicht meinen. Der Papst sagte unter anderem, er könne die Grundsätze, nach denen ich regiere, und jetzt müsst ihr wirklich gut zuhören, weil das ist Papstsprache, was hier steht. Man muss das also wirklich verstehen, was im Grunde wirklich gemeint ist. Ne? Der Papst sagte unter anderem, er könne die Grundsätze, nach denen ich regiere, nur mit voller Anerkennung billigen. Wir müssen uns bitte in Erinnerung rufen, wir sprechen hier von einem protestantischen Deutschland. Der Bismarckstaat war ein protestantisches, aus Preußen geführtes Reich und nicht katholisch. Weiter sagt er, er habe meine Regierungsart mit Interesse verfolgt und mit Freude erkannt, dass ich meine Herrschaft auf der Grundlage des festen Christentums aufgebaut habe. Was meint der Papst denn hiermit? Obwohl ich ein protestantisches deutsches Reich führe, erkennt der Papst an, dass die Herrschaft des Kaisers auf der Grundlage des festen Katholizismus aufgebaut war. Also er war davon überzeugt, dass der Kaiser die katholische Dogmatik umsetzte, wo immer er konnte, und hat das anerkannt damit. Ja? Deswegen hat er die Regierungsart mit Interesse verfolgt und er hat mit Freude erkannt, dass der Kaiser seine Herrschaft auf der Grundlage des festen Christentums, was natürlich heißen muss, des festen Katholizismus aufgebaut habe. Weiter sagt er, sie werde von so hohen religiösen Grundsätzen geleitet, dass er nicht anders könne, als den Segen des Himmels für mich, die Dynastie und das Deutsche Reich zu erflehen und seinen apostolischen Segen zu erteilen. Hier muss ich kurze Pause machen und nochmal eben ein anderes Buch holen. So, ich habe nämlich gestern ein altes Video von mir geschaut, 6 Jahre alt, Hour of the Truth, It's Simply Amazing, also Stunde der Wahrheit, es ist einfach faszinierend, so ungefähr kann man das, glaube ich, übersetzen, wo ich zum Schluss ein Zitat gebracht habe aus einem Buch, das heißt Days of Our Years, also Tage unserer Jahre, von Pierre van Paassen. Das ist ein Niederländer, der dieses Buch geschrieben hat, das ich irgendwann mal angefangen habe zu lesen, das aber so unglaublich lang gezogen ist. Ich bin bis auf Seite 74 gekommen, habe mir viele Notizen gemacht und das Buch fängt da wohl erst richtig gut an. Es ist von 1939 gedruckt. Ein sehr interessantes Buch, und in dem Video gestern Abend habe ich ein Zitat aus diesem Buch gehabt und deswegen habe ich mir damals das Buch besorgt, und wie es meine Gewohnheit ist, das wisst ihr ja inzwischen, besorge ich mir gerne solche alten Bücher,
Und um dann eben auch zu sehen, wenn irgendwo irgendjemand ein Zitat herausbringt, dass das auch irgendwo noch nachzufinden ist. Und entweder kann man das digital bei digitalisierten Büchern eventuell sich als PDF anschauen, oder aber man kann vielleicht die Bücher käuflich erwerben. Und mit diesem Buch hier habe ich das auch mal gerne gemacht, weil das fand ich eigentlich sehr interessant. Also auf Seite 465 in diesem Buch, wo es um Civilta Catholica geht, das ist das Hausorgan der Jesuiten, wo es um Papst Leo den 13. geht, von dem wir ja hier gerade sprechen, ja, wird hier eine Sache aus dem Zweiten Weltkrieg, also aus, nein, nicht aus dem Zweiten Weltkrieg, aber aus dem Dritten Reich, ja, das Nazireich zwischen 33 und 45 erwähnt, in einer Fußnote. Ich möchte das jetzt nicht alles hier vorlesen, weil die meisten von euch sind wahrscheinlich in Englisch nicht so gut, aber wenn ihr euch das Buch besorgt, ich kann probieren, die ISBN-Nummer dran zu denken, hier in die Beschreibung des Videos mit beizufügen, und dann könnt ihr euch das Buch selbst besorgen. Auf Seite 465 steht in einer Fußnote: Franz von Papen declared on January 14th, 1934. Also ich lese es jetzt mal kurz eben in Englisch vor und danach übersetze ich es ins Deutsche, und dann werdet ihr auch direkt sehen, warum das so wichtig ist und was das damit zu tun hat mit dem, was ich gerade aus den Memoiren des Papstes, des Kaisers vorgelesen habe. Na? Also, die Memoiren des Kaisers: Sie werden von so hohen religiösen Grundsätzen geleitet, also die Regierungsart des Kaisers, dass er nicht anders könne, als den Segen des Himmels für mich, die Dynastie und das Deutsche Reich zu erflehen und seinen apostolischen Segen zu erteilen. Auf Seite 465 aus dem Buch Days of Our Years von Pierre von Parson steht dann: Franz von Papen declared on January 14th, 1934. In der Völkische Beobachter, also eine Aussage von Franz von Papen, das war der Vizekanzler hinter Hitler, Malteserritter, der mächtigste Mann im Reich neben der Puppe Hitler, weil der wurde ja von anderen Leuten kontrolliert, das wissen wir aus anderen Sendungen. Und dieser Franz von Papen hat im Völkischen Beobachter, also einer Nazi-Zeitung, damals folgende Erklärung abgegeben: Zitat: The Third Reich is the first power which not only recognizes, but which puts into practice the high principles of the papacy. Mit anderen Worten auf Deutsch: Franz von Papen sagt hier, das Dritte Reich ist die erste Macht, die nicht nur die hohen Prinzipien des Papsttums anerkennt, aber eben diese hohen Prinzipien auch in die Praxis umsetzt. Kirche und Staat getrennt? Hallo? Der Staat, der Vasalle der Kirche, ist das nicht eine weitere Bestätigung genau dessen, weshalb ich ja hier diese ganze Erklärung mache? Das könnt ihr hier nachlesen, das könnt ihr natürlich euch besorgen, wenn ihr Civilta Catholica von damals noch habt. Die ganze Seite 465 und überhaupt die umgebenden Seiten sind unglaublich interessant, mal zu lesen. Wie gesagt, das steht in dem Buch Days of Our Years von Pierre von Parson. Und da wurde ich dann gleich dran erinnert. Zufälligerweise habe ich gestern Abend dieses Video von mir 6 Jahre alt nochmal geguckt von Hour of the Truth. Und im Übrigen habe ich gerade eben von YouTube eine E-Mail bekommen, dass eine der modernen Kriegeserie von YouTube runtergeholt wurde, weil das gegen die Gemeinschaftsrichtlinien verstößt. Und zwar ist das das Video: Wir verändern das Leben, wir geben Hoffnung für die Wissenschaft. Ja? Medizinische Fehlinformationen, sagen Sie hier. Also nicht wundern, wenn mein Kanal nicht ewig besteht. Ne? Ihr wisst, ich begebe mich hier auf sehr glattes Eis. Sicher mit der Lesung, die kommt, und auch ein bisschen mit dem Thema, was ich hier jetzt gerade anschneide. Also, wir gehen jetzt nochmal eben in das Zitat hier des Kaisers rein und sagen, und er fährt fort: Interessant war mir, dass der Papst mir bei dieser Gelegenheit sagte, Deutschland müsse das Schwert der katholischen Kirche werden. Ich wendete ein, dass das alte römische Reich deutscher Nation doch nicht mehr bestehe, dass die Voraussetzungen andere geworden wären. Aber er blieb dabei. Das ist das Originalzitat
Aus den Memoiren des Kaisers: Ereignisse und Gestalten zwischen 1878 und 1918. Und wir sehen, wie sehr dieses Originalzitat ist an der Übersetzung, dass er hier aus dem Englischen geholt wurde. Wir hatten ja damals diese Original noch gar nicht vor der Hand liegen, sondern wir haben das aus dem Englischen, aus dem Buch von Lehmann übersetzt, Behind the Dictators, hinter den Diktatoren. Da steht: Es war für mich von Interesse, dass der Papst mir bei dieser Gelegenheit sagte, dass Deutschland das Schwert der katholischen Kirche werden muss. Ich bemerkte, dass das alte römische Reich der deutschen Nation nicht mehr existierte und dass sich die Bedingungen geändert hatten. Aber er blieb bei seinen Worten. Weiter aus dem Buch des Kaisers. Dann fuhr der Papst fort. Er müsse mir wiederum warmen Dank dafür sagen, dass ich unablässig um das Wohl auch meiner katholischen Untertanen bemüht sei. Er habe das von so vielen Seiten gehört, dass er Wert darauf lege, mir persönlich zu sagen, wie dankbar sowohl er wie die deutschen Katholiken für diese Fürsorge seien. Er könne mir versichern, dass meine katholischen Untertanen in guten und in bösen Tagen in absoluter Treue zu mir stehen würden. Und dann in Französisch: Ils resteront absolument et infailliblement fidèles. Auf Deutsch: Sie werden sich in jeder Lage als unbedingt treu erweisen. Ich habe mich dieser Anerkennung aus so hohem berufenen Munde herzlich gefreut und geantwortet, jetzt hört zu. Der Kaiser sagt: Ich betrachte es als Pflicht eines christlichen, sprich katholischen Souveräns, ohne Unterschied der Konfession für seine Untertanen nach besten Kräften zu sorgen. Und ich sage euch eins, wenn er diesen Satz so dem Papst gesagt hat, dann wird der Papst hier auch ganz genau verstanden haben, was er meinte. Der Kaiser macht hier keinen Unterschied zwischen dem eigentlich protestantischen Deutschen Reich und zwischen dem Katholizismus. Und wenn ich Katholiken mehr oder weniger gleich behandle mit aus der römischen katholischen Sicht Ketzern, was ja Protestanten sind, was uns wieder zurück zum Buch die Inquisition bringt, dann ist der Kaiser ein Liberaler. Dann ist der Kaiser nicht jemand, der die Prinzipien des Konzils von Trient aufrechterhält. Dann ist er kein ultramontaner Katholik. Und damit ist sein Schicksal besiegelt. Was dann ja ein paar Jahre später auch kam. Nun, ich lese jetzt aus dem Buch vom Kaiser nicht weiter vor. Ich glaube, ich habe meinen Punkt gemacht. Und wir wollen zurückgehen zum Inquisitionsbuch. Wir wollen zurückgehen zum Thema Scheiterhaufen. Aber um die ganze Sache jetzt abzurunden und was der eigentlich weiterführende Gedanke ist, ist: Hitler beerbte den Kaiser. Na, wir hatten den Ersten Weltkrieg, wo der Papst 1903 bereits zum Kaiser sagte: Ich will, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche wird. Was macht Deutschland 11 Jahre später, 1914? Geht in den Ersten Weltkrieg und ist das Schwert der römisch-katholischen Kirche und vernichtet, wo es vernichten kann, die Feinde der römisch-katholischen Kirche. Obwohl es selber zum Großteil aus Protestanten besteht, werden Protestanten angegriffen und werden auch Juden verfolgt, auch bereits im Ersten Weltkrieg. Und es wird gegen Russland vorgegangen, woraus dann später der Kommunismus kommt, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Der Punkt ist: Wir haben den Ersten Weltkrieg dann auf dem Schachbrett der Nationen dieser Welt so gesagt verloren. Es gab einen sogenannten Friedensvertrag von Versailles, von dem Generalmarschall Foch, der höchste Militär der Entente, also der Alliierten gegen Deutschland im Ersten Weltkrieg, 1919 auf dem Vertrag von Versailles deutlich die Aussage machte, und das kann man woanders nachlesen: Was wir hier unterzeichnen, ist kein Friedensvertrag, sondern ein 20-jähriger Waffenstillstand. Das sagte er 1919. Prompt bricht 20 Jahre später der nächste Weltkrieg aus, der Zweite Weltkrieg, unter dem nationalsozialistischen Staat Deutsches Drittes Reich von Adolf Hitler geführt.
wie der an die Macht gekommen ist, was da die Hintergründe davon sind. Da kann man eben das Buch Hinter den Diktatoren zum Beispiel verlesen. Oder die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Und andere Lesungen von mir darüber verfolgen. Aber der Punkt ist, und den habe ich dann hier auch im Kommentar gemacht, den ich natürlich in meinem Buch, also dieses Inquisitionsbuch mit einfüge, und wenn ihr das auf Archive runterladet, ist dieser Kommentar auch dabei. Da steht, Hitler beerbte eben den Kaiser. Also der Papst wollte, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche war, hat damit den Ersten Weltkrieg angefangen, wurde dann gestoppt, wurde dann im Grunde, wurde das heiße Wasser zum Kochen gebracht, durch das Dritte Reich zu starten, wo dann alles noch viel übertriebener auf die Spitze getrieben wurde, was dann schlussendlich gemündet hat in den Zweiten Weltkrieg, und Hitler hat den Kaiser beerbt. Der Kaiser war das Schwert der römisch-katholischen Kirche und Hitler war das genauso. Unter anderem sehen wir mit der Aussage von Franz vom Papen, die wir in Pierre von Parsons Buch aus dem Völkischen Beobachter von 1934 nachlesen können. Hitler beerbte den Kaiser. Durch die wiederbelebte deutsche Militärmacht, die aus ganz Europa die Volksregierung, die Freimaurerei und alle demokratischen Freiheiten auslöschte, folgte Hitler den Verurteilungen von Antichrist Papst Leo dem 13. und anderen Päpsten des 19. Jahrhunderts. Der Staat ist der Vasalle der Kirche. Und das habe ich, denke ich, zur Genüge mit historischen Büchern, Aussagen und Studium jetzt hier auch euch beweisen können. Und jetzt gehen wir in das 14. Kapitel der Scheiterhaufen nochmal rein und lesen das, die anderthalb Seiten, die ich bereits in der letzten Sendung gelesen hatte, nochmal, um in das Thema reinzukommen. Aber mit weniger Kommentar. Wie die Konfiskation, das Thema des 13. Kapitels, so war auch die Todesstrafe eine Angelegenheit, mit der die Inquisition theoretisch nichts zu tun hatte. Wohl ließ sie nichts unversucht, um den Ketzer in den Schoß der Kirche wieder zurückzuführen. Erwies sich derselbe aber verstockt oder war seine Bekehrung erheuchelt, dann konnte sie nichts weiter machen. Als Nicht-Katholik unterstand er nicht mehr länger der geistlichen Gerichtsbarkeit einer Kirche, die er nicht anerkannte, und alles, was diese tun konnte, war, ihn für einen Ketzer zu erklären und ihm ihren Schutz zu entziehen. Vogelfrei. In der ersten Zeit bestand daher das Urteil einfach in der Verdammung des Ketzers, die noch mit der Exkommunikation verbunden war, oder in der bloßen Erklärung, dass er nicht mehr als unter der Jurisdiktion der Kirche stehend betrachtet werden solle. Bisweilen fügte man bei, er solle den weltlichen Gerichten ausgeliefert oder, wie der schauerliche Euphemismus der Inquisition lautete, überlassen, sprich relaxare werden. Als die Formeln vervollkommnet wurden, findet sich häufig der erläuternde Zusatz, die Kirche habe mit ihm wegen seiner strafbaren Handlung nichts mehr zu tun, und seine Auslieferung an den weltlichen Arm wird begleitet von der bedeutungsvollen Bemerkung debita animadversione puniendum, das heißt, er soll bestraft werden, wie er es verdient hat. Die heuchlerische Bitte, diese Bestrafung möge den kanonischen Gesetzen entsprechen, die heuchlerische Bitte, diese Bestrafung möge den kanonischen Gesetzen entsprechend keine Gefahr für Leib und Leben zufolge haben oder sie möge nicht den Tod oder Blutvergießen verursachen, findet sich in früheren Urteilen überhaupt nicht und wurde auch später nicht regelmäßig angewendet. Darum lesen wir in der Fußnote, die ich ja bereits gestern vorgelesen hatte, was unter debita animaversio zu verstehen sei, sagt klar und deutlich Angiolo de Chiavasso, der 1495 verstarb. Zitat: Et ista animadversio est poena ignis de consuetudine licet de jure sit poena mortis. Was auf Deutsch heißt, und diese Beobachtung ist, dass die Feuerstrafe üblich ist, obwohl es gesetzlich die Todesstrafe ist. Feuerstrafe, Feuertod, ein anderes Wort dafür, ist Holocaust. Und es gibt übrigens eine einzige Bibel, unter all den ganzen Bibeln, die auf der Welt vertrieben werden,
die das Wort Holocaust hat. Und wer jetzt raten kann, welche Bibel das ist, gut. Aber die meisten können es nicht, also werde ich es euch sagen. Es ist die 1609 fertiggestellte jesuitische Douay-Rheims-Version der Bibel. Die Jesuitenbibel aus Douay-Rheims. Das sind zwei nordfranzösische Städte. Dort steht das Wort Holocaust drin. Und sucht es selber im Internet oder sonst wo nach. Ich habe es selbst getan. Ich habe es gesehen. Bernhard von Como bemerkt ebenso in dieser Fußnote: Poena animat versiones et poena qua evertit animan accorpere. Die Strafe der Beobachtung ist eine Strafe, die die Seele aus dem Körper entwurzelt. Also mit anderen Worten, durch diesen Feuertod wird die Seele vom Körper genommen, der Körper wird verbrannt und die Seele geht ja nach römisch-katholischer Lehre zurück zu Gott und der wird dann dafür sorgen, dass, obwohl dieser Mensch dann verbrannt wurde, dass er dann die gerechte Strafe von Gott enthält oder aber auch die gerechte Ehre von Gott erhält, wie auch immer. Das kann man jetzt verstehen, wie man will. Das steht in der Fußnote. Nun, der Autor fährt fort und sagt, dass diese Bitte um Gnade nur eine leere Form war, wird von Pegna zugegeben, indem er erklärt, dieselbe sei nur deshalb in Gebrauch, damit es nicht den Anschein habe, als ob die Inquisitoren in das Blutvergießen einwilligten und dadurch der kanonischen Strafe der Irregularität verfielen. Die Kirche sorgte übrigens auch dafür, dass ihre Bitte nicht missverstanden wurde. Sie lehrte, dass gegenüber einem Ketzer, der sich nicht bekehre und nicht durch Verrat seiner Genossen eine aufrichtige Sinnesänderung bekunde, aufrichtig im Sinne römisch-katholisch zu verstehen der Moraltheologie, jede Gnade übel angebracht sei. Die gewissenlose Logik des heiligen Thomas von Aquin, der im 12. Jahrhundert lebte und der mit Summa Theologica ein Basiswerk für die römisch-katholische Moraltheologie und das kanonische Gesetz entwickelt hat. Die gewissenlose Logik dieses heiligen Thomas von Aquin bewies zur Evidenz, dass die weltliche Gewalt sich der Pflicht, den Ketzer zu töten, nicht entziehen könne und dass es nur die unbegrenzte Güte der Kirche sei, wenn sie dem Verbrecher zwei Warnungen zuteil werden lasse, bevor sie ihn seinem Schicksal überantworte. Die Inquisitoren selbst hatten keine Bedenken in dieser Frage und versuchten nicht etwa ihr Verfahren durch Ausflüchte zu bemänteln. Sie erklärten vielmehr kaltblütig, dass die von ihnen vollzogene Verurteilung eines Ketzers einem Todesurteile gleichkomme. Sie zeigten dies auch dadurch, also mit anderen Worten zeigen sie hier die Heuchlerei der römisch-katholischen Kirche auf, ne? weil wenn sie dem Verbrecher zwei Warnungen zuteil werden lassen, bevor sie in sein Schicksal ist, die Inquisitoren selbst hatten keine Bedenken in dieser Frage und versuchten nicht etwa ihr Verfahren durch Ausflüchte zu bemänteln. Sie erklärten vielmehr kaltblütig, dass die von ihnen vollzogene Verurteilung eines Ketzers einem Todesurteil gleichkomme. Also, wir haben ihn eigentlich zum Tode verurteilt, aber wir vollziehen das Todesurteil natürlich nicht. Wir waschen unsere Hände in der sprichwörtlichen Unschuld. Sie zeigten dies auch dadurch, dass sie, um eine Profanierung der Kirche zu verhüten, das Urteil nicht innerhalb der heiligen Mauern verkündeten, sondern auf einem öffentlichen Platze, wo sich der letzte Teil eines Autodafé vollzog. Und hier habe ich ja letztes Mal schon kommentiert, sehen wir ja ganz deutlich die Referenz zu Jesus Christus, der ja damals auch außerhalb von Jerusalem gekreuzigt wurde. Was glaubt ihr wohl, auf welche Tradition das alles beruht? Es ist dasselbe Rom heute wie damals. Einer ihrer Lehrer im 13. Jahrhundert, dessen Ansicht Bernard Guidonis im 14. Jahrhundert wiedergibt, behauptet: Der Zweck der Inquisition ist die Vernichtung der Ketzerei. Die Ketzerei kann aber nicht vernichtet werden, wenn nicht die Ketzer vernichtet werden. Die Ketzer können nicht vernichtet werden, wenn ihre Beschützer und Begünstiger nicht vernichtet werden. Dies kann aber auf eine zweifache Weise geschehen, indem nämlich die Ketzer entweder zum wahren katholischen Glauben bekehrt
oder dem weltlichen Arme zur leiblichen Verbrennung ausgeliefert werden. Im folgenden Jahrhundert weist Alfons von Spina darauf hin, die Ketzer dürften ohne wiederholte Warnung nicht der Vernichtung preisgegeben werden, vorausgesetzt, dass durch ihr Wachstum der Kirche nicht Gefahr drohe. Sollte dies aber der Fall sein, so dürften sie auch ohne Verzug und ohne Verhör ausgerottet werden. Solchen Lehren gegenüber erkannte die weltliche Gewalt natürlicherweise an, dass sie bei der Verbrennung der Ketzer nur den Geboten der Inquisition Folge leiste. Also, der Staat ist der Vasall der Kirche in diesem Fall. Und bis hierhin hatten wir bereits letztes Mal gelesen und jetzt geht es auf Seite 599 in dem Buch weiter. In einem Erlasse vom 9. November 1431 befahl Philipp der Gute von Burgund seinen Bekannten, dem vor kurzem vom Inquisitor von Lille und Cambrai ernannten Heinrich Kalteisen, Gehorsam zu leisten und führt unter ihren Pflichten auch diejenigen auf, die Ketzer gebührend zu bestrafen, wie der Inquisitor es vorschreibe und wie es Gebrauch sei. In den Berichten der Procureur des Encours wurden die Kosten der Ketzerverbrennung unter die Ausgaben für die Inquisition aufgeführt und aus den Erträgen der Konfiskation bestritten, ein Beweis, dass man diese Hinrichtung nicht als gewöhnliche Fälle der Kriminaljustiz betrachtete, die aus den regelmäßigen Einkünften zu bestreiten seien, sondern als solche, die mit der Inquisition verbunden und von ihr abhängig waren, während die königlichen Beamten nur als Diener fungierten. Bitteschön! Die königlichen Beamten fungierten nur als Diener. Da haben wir es wieder. Der Staat ist der Vasall der Kirche. Ich hoffe, dass jetzt bei einigen Leuten spätestens die Lampen aufgehen, warum eine Trennung zwischen Staat und Kirche so wichtig ist in dieser Welt. Weil wenn das nicht geschieht, dann ist der Willkür Tür und Tor geöffnet. Und genau das passiert hier doch. Und zwar damals, und wie ich gerade eben mit ein paar Zitaten ja bewiesen habe, Kaiser, Hitler, vom Papen, heute immer noch, also vor 100 Jahren, und heute immer noch. Geht nur auf die Kriegsschauplätze, geht nur auf die Plätze, wo Konflikte geschürt werden und später entstehen. Das ist immer, weil der Staat ein Vasall der Kirche ist. Die Verfasser des Hexenhammers trugen 1486 kein Bedenken, von Opfern zu sprechen, die sie verbrennen ließen. Quas incinerare fecimus? Quas incinerare fecimus? Ja, die Kirche betrachtete die Verbrennung eines Ketzers als eine so hervorragend fromme Tat, dass sie sogar allen, die Holz für die Scheiterhaufen herbeibrachten, einen vollkommenen Ablass gewährte, also eine Erlassung der Sünden. Sie übernahm somit nicht nur die volle Verantwortung für die Hinrichtung, sondern sie verschwendete sogar den Schatz der Verdienste Christi, um dadurch die Roheit des Pöbels noch mehr aufzustacheln. Nun, einen solchen Satz kann ich als Autor nur schreiben, wenn ich den Katholizismus als Kirche Christi sehe, wenn ich keinen Unterschied mache zwischen wahrem Christentum, biblischem Jesus Christus und dem Vater Jahwe folgendem Christentum und dem römischen Katholizismus. Deswegen habe ich ja bereits mehrmals gesagt, der Autor selber ist kein Protestant, er ist kein bibelgläubiger Christ. Das sieht man an solchen Sätzen. Aber solche Sätze muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Kirche betrachtete die Verbrennung eines Ketzers als eine hervorragende, fromme Tat. Was steht denn in der Bibel dazu geschrieben? Jesus Christus hat gesagt, sie werden euch aus der Synagoge werfen und sie werden euch verfolgen und sie werden euch töten und sie werden denken, dass sie damit Gottes Werk tun. Das Beispiel ist hier ja wohl überdeutlich.
dass genau das in der römisch-katholischen Kirche geschieht, genau das, vor dem Jesus Christus damals gewarnt hat. Die Kirche betrachtete die Verbrennung eines Ketzers als eine so hervorragend fromme Tat, dass sie sogar allen, die Holz für die Scheiterhaufen herbeibrachten, einen vollkommenen Ablass gewährte, alle Sünden erließ. Sie übernahm somit nicht nur die volle Verantwortung für die Hinrichtung, sondern sie verschwendete sogar den Schatz der Verdienste Christi oder all der Heiligen, die ja mit ihren Verdiensten so viel erworben haben, dass man ihre übermäßig erworbenen Dienste eben kaufen kann für Ablässe. Und sie bekommen ja hier einen Generalablass, wenn sie das Holz für den Scheiterhaufen besorgen. Also versteht den Zusammenhang bitte. Sondern sie verschwendete sogar den Schatz der Verdienste Christi, um dadurch die Roheit des Pöbels noch mehr aufzustacheln. Was heißt denn das? Ich gebrauche diese Bezahlung, nenne ich es mal, die der römisch-katholischen Kirche den Menschen gibt, dafür, dass sie das Holz sammeln für den Scheiterhaufen. Gebrauche ich dafür, die Leute anzustacheln, das soll zusammen. Ey, mach das mal, dann kriegst du hier ganz viel Sünden erlassen. Dann kommst du schneller ins Himmelreich, wenn du uns hier hilfst. Was machst du denn auf die Art und Weise? Du gibst den Menschen doch tatsächlich das Gefühl, dass sie hier wie der Staat zum Vasall der Kirche werden müssen für ihre eigene Erlösung und dass durch ihre Mitarbeit die Kirche in ihrer Macht gefestigt wird. Da geht es drum. Und mein eigener Vorteil ist, meine Sünden sind mir erlassen. Ich bekomme einen Generalablass. Ja? Wie jung übrigens die Behauptung ist, die Kirche sei für solche Grausamkeiten nicht verantwortlich, geht daraus hervor, dass noch im 17. Jahrhundert der gelehrte Kardinal Albizio, als er dem Paolo Sarpi in Betreff der Kontrolle der Inquisitoren durch den Staat Venedig Bescheid sandte, sich nicht scheute zu behaupten, Zitat, die Inquisitoren kämen bei der Führung ihrer Prozesse regelmäßig zu einem Urteile, und wenn dieses auf Tod laute, dann müsse es sofort und unbedingt von dem Dogen und dem Senate ausgeführt werden. Wir haben schon gesehen, dass die Kirche verantwortlich war für die grausame Gesetzgebung, die auf Ketzerei die Todesstrafe festsetzte. Und dass sie mit gebieterischer Strenge vorging, um alle weltlichen Verordnungen, die der sofortigen und wirksamen Anwendung dieser Strafe entgegenstanden, für null und nichtig zu erklären. In derselben Weise traf sie, wie wir gesehen haben, Bestimmungen zur Bestrafung jeder Säumigkeit und Lässigkeit, die sich die weltlichen Behörden bei der Ausführung der von der Inquisition verhängten Urteile zu Schulden kommen ließen. Nach dem allgemeinen Glauben jener Zeit war dies ihre Pflicht und Schuldigkeit, und sie schrak vor der Erfüllung derselben nicht zurück. Antichrist Papst Boniface VIII. Gab nur der herrschenden Praxis Ausdruck, als er in das kanonische Recht die Bestimmung aufnahm, dass die weltlichen Behörden alle von der Inquisition ihnen ausgelieferten Ketzer sofort entsprechend zu bestrafen hätten, und zwar bei Strafe der Exkommunikation, die, falls sie ein Jahr lang andauerte, zur Ketzerei wurde. Die Inquisitoren selbst wurden strenge angewiesen, gegen alle Behörden vorzugehen, die sich widerspenstig zeigten. Doch wurden sie zugleich ermahnt, zur Vermeidung der Irregularität nur von der Ausführung der Gesetze zu sprechen, ohne die Strafe selbst namhaft zu machen, obwohl doch die leibliche Verbrennung als die einzige für die Ketzerei ausreichende Strafe angesehen wurde. Verbrennen. Holocaust. Wer ist hier der Urheber des Holocausts, des Todesopfers?
wie bereits in der Douay-Rheims-Bibel steht, über da, wo Gott im sogenannten Alten Testament, also im Gesetz und den Propheten, darüber spricht, dass wir eben unsere Kinder nicht durch das Feuer schicken sollen und Feueropfer machen sollen, wie es die Heiden eben taten. Und diese Heiden nennen sich heute christlich in der römisch-katholischen Kirche. Da ist der Zusammenhang, meine lieben Brüder und Schwestern. Da ist der Zusammenhang. Dieser Satz ist so wichtig, er ist lang, aber er ist so wichtig, dass ich ihn doch nochmal lesen möchte. Und ihr müsst euch wirklich auf die Worte konzentrieren und den ganzen Zusammenhang davon sehen. Antichrist Papst Boniface VIII. Gab nur der herrschenden Praxis Ausdruck, als er in das kanonische Recht die Bestimmung aufnahm, dass die weltlichen Behörden alle von der Inquisition ihnen ausgelieferten Ketzer sofort entsprechend zu bestrafen hätten. Und zwar bei Strafe der Exkommunikation, die, falls sie ein Jahr lang andauerte, zur Ketzerei wurde. Die Inquisitoren selbst wurden strenger angewiesen, gegen alle Behörden vorzugehen, die sich widerspenstig zeigten. Doch wurden sie zugleich ermahnt, zur Vermeidung der Irregularität nur von der Ausführung der Gesetze zu sprechen, ohne die Strafe selbst namhaft zu machen, obwohl doch die leibliche Verbrennung als die einzige für die Ketzerei ausreichende Strafe angesehen wurde. Ein Teil dieses Satzes kann man übertragen auf die Zeit vor 100 Jahren im Dritten Reich und kann man auch auf die Zeit von heute übertragen. Ich hoffe, dass ihr das gesehen habt. Das ist nämlich das ganz Wichtige aus diesem Satz, den ich gerade noch mal vorgelesen habe. Und zwar zur Vermeidung der Irregularität, die Inquisitoren selbst wurden strenger angewiesen, gegen alle Behörden vorzugehen, die sich widerspenstig zeigten. Also wenn der Staat sich geweigert hat, die Befehle der Kirche auszuführen, dann wurden sie selber mit Exkommunikation belegt, die, wenn sie ein Jahr andauerte, sie selbst zu Ketzern erklärt hat. Die Kirche hat den Staat in der Hand. Und der Staat kommt dann immer mit der Ausrede von, ja, wir haben ja nur unsere Pflicht getan. Wir haben ja nur getan, was im Gesetz stand. Merkt ihr, was hier zwischen den Zeilen steht, was durch die Jahrhunderte Gültigkeit hat? Selbst wenn der weltliche Herrscher exkommuniziert und unfähig war, irgendeine gesetzliche Handlung zu vollbringen, so war er doch nicht von der Erfüllung der höchsten, allen anderen vorangehenden Pflichten entbunden. Ja, einige Autoren behaupten sogar, dass, wenn ein Inquisitor das Urteil selbst auszuführen genötigt sei, er dadurch keine Irregularität begehe. Und wir gehen hier nochmal kurz in eine Fußnote rein, am Ende der Seite, wo viele dokumentarische Brunnen aufgeführt sind. Und dann kommt ein Text, der besagt, Antichrist Papst Gregor IX. Trug kein Bedenken zu behaupten, die Kirche habe die Pflicht, das Blut der Ketzer zu vergießen. In einem Breve vom Jahre 1234, das an den Erzbischof von Sens gerichtet ist, sagte er nämlich, Zitat, und das ist jetzt wieder mal hier wunderbar in Latein, muss ich mal sehen, ob ich das gleich übersetzen kann, Nec enim detuit apostolicam sedem in oculis suis, cum Madianita quente ludeo manum suam a sanguine prohibere, ne si secus agret non custodire populum Israel videretur. Ich muss mal probieren, ob ich das ins Deutsche übersetzen kann, weil das wird ein schwieriger, langer Satz. Und ihr wisst ja, Latein ins Deutsch ist nicht so leicht. Also, was sagt er jetzt? Was heißt das jetzt, was ich hier in Lateinisch vorgelesen habe? Denn es war in seinen Augen nicht angemessen für den apostolischen Stuhl,
bei einem Treffen eines Midianiters mit einem Juden seine Hand mit Blut zu verstopfen, damit nicht, wenn er es anders täte, gesehen würde, dass er das Volk Israel nicht beschützt hat. So scheint es. Das Volk Israel, so sieht sich die römisch-katholische Kirche. Nachfolger der Juden. Aber das ist die im Englischen Replacement Theology der römisch-katholischen Kirche. Das heißt, die Theologie, die Ersatztheologie, nenne ich es mal. Gut, fahren wir fort. Im Text sagt der Autor auf Seite 601 unter dem Untertitel Verpflichtung der weltlichen Gewalt: Wir dürfen jedoch aus diesen wiederholten Geboten nicht den Schluss ziehen, dass die weltliche Gewalt sich etwa geweigert habe, den ihr auferlegten Pflichten nachzukommen. Nee, den Schluss würde ich auch niemals ziehen. Die Lehren der Kirche waren zu tief in die Herzen eingedrungen, um einen Zweifel an ihrer Berechtigung aufkommen zu lassen. Wie wir bereits oben gesehen haben, schrieben die Gesetze aller europäischen Staaten die Verbrennung als die geeignete Strafe für die Ketzer vor. Und selbst die freien Republiken Italiens sahen in dem Inquisitor einen Richter, dessen Urteile ohne Verzug ausgeführt werden mussten. Sogar Raimund von Toulouse ließ in dem Anfall von Frömmigkeit, der seinem Tode im Jahre 1249 vorausging, zu Berlège, nahe bei Argent, 80 Ketzer verbrennen, die in seiner Gegenwart ein Geständnis abgelegt hatten, und zwar anscheinend, ohne dass er ihnen Gelegenheit zum Widerrufe gab. Aus den gleichzeitigen Urteilen des Bernard von Caux geht mit Wahrscheinlichkeit hervor, dass, wenn die Unglücklichen von diesem eifrigen Verfechter des Glaubens verhört worden wären, wohl keiner von ihnen als unbußfertiger Ketzer den Scheiterhaufen hätte zu besteigen brauchen. Ebenso bezeichnend ist der Prozess, den der Marschall von Mirepoix gegen den Seneschall von Carcassonne führte, weil dieser Letztere in das Recht des Marschalls eingegriffen hatte, indem er alle diejenigen seiner Untertanen verbrennen ließ, die von der Inquisition als Ketzer verurteilt worden waren. Im Jahre 1269 entschied das Parlament von Paris den Fall zugunsten des Marschalls. Hierauf erlaubte am 18. März 1270 der Seneschall, dass die Gebeine von 7 Männern und 3 Frauen, die in dem Gebiete des Marschalls gewohnt hatten und kurz vorher in Carcassonne verbrannt worden waren, dem Marschall zur Anerkennung seiner Rechte feierlich zurückgegeben werden sollten. Falls die Gebeine nicht gefunden oder ihre Identität nicht festgestellt werden könnte, sollten 10 mit Stroh gefüllte Leinensäcke als Ersatz dafür eintreten. Eine grässliche, symbolische Zeremonie, die tatsächlich 2 Tage später stattfand und über die sogar zu ihrer Beglaubigung ein notarieller Akt aufgenommen wurde. Obgleich die De Levis von Mirepoix auf den Titel Marchaux de la Foi stolz sein mochten, so brauchen wir doch nicht anzunehmen, dass ihr irreligiöser Eifer lediglich das Ergebnis ihres blutdürstigen Fanatismus war. In Wirklichkeit gab es nichts, worüber der Lehnsherr eifersüchtiger wachte, als über die Unantastbarkeit seiner Jurisdiktion. Ein ähnlicher Streit erhob sich im Jahre 1309, als der Graf von Foix das Recht beanspruchte, ein Heresiarchen der Katharer namens Jakob Autier sowie eine Frau namens Wilhelmine Christola, die von Bernard Guidonis verurteilt worden waren, zu verbrennen, weil sie seine Untertanen seien. Die königlichen Beamten jedoch bestanden auf dem Vorrechte ihres Herrn und es entstand darüber ein Prozess, der noch im Jahre 1326 schwebte. Wir sprechen hier über 17 Jahre später. Ebenso entstand ein Streit zu Narbonne zwischen dem Erzbischof und dem Vicomte über die beiderseitige Jurisdiktion, und als im Jahre 1319 der Erstere in Verbindung mit dem Inquisitor Johann von Bohn 3 Ketzer relaxierte, ja, wir erinnern uns an das Wort relaxare für den Urteilsspruch, nahm er für sein Gericht das Recht in Anspruch, dieselben zu verbrennen. Die Gemeinde als Vertreterin des Vicomte widersetzte sich dem und der Streit wurde erst durch einen Vertreter des Königs geschlichtet, der sich in die Sache einmischte und die Handlung vollzog.
selbst die Handlung vollzog. Der Vertreter des Königs vollzieht selbst die Handlung der öffentlichen Verbrennung. Indem er dies tat, wies er mit Nachdruck darauf hin, dass er dadurch in keiner Weise in die Rechte der beiden Parteien eingreifen wolle. Während der Erzbischof ausdrücklich gegen sein Vorgehen protestierte, weil es ein Eingriff in seine eigenen Rechte sei. Wenn jedoch aus irgendeinem Grunde die weltlichen Behörden zögerten, das Todesurteil an einem Ketzer zu vollziehen, so machte die Kirche rücksichtslos von allen ihren Machtmitteln Gebrauch, um sie zum Gehorsam zu zwingen. Als zum Beispiel der erste Widerstand in Toulouse gebrochen und das heilige Offizium dort wieder in Tätigkeit getreten war, verurteilten die Inquisitoren im Jahre 1237 sechs Männer und Frauen wegen Ketzerei. Aber die Konsuln und der Vogt weigerten sich, die Verurteilten in Empfang zu nehmen, ihre Güter zu konfiszieren und mit ihnen zu tun, was mit Ketzern zu geschehen pflege. Das heißt, sie lebendig zu verbrennen. Nachdem darauf die Inquisitoren mit dem Bischofe, dem Abt von Mass, dem Propst von St. Stephan und dem Prior von La Dorade sich beraten hatten, exkommunizierten sie feierlich die widerspenstigen Beamten in der Kathedrale von St. Stephan. Im Jahre 1288 beklagte sich Nikolaus IV., das ist ein Antichrist, ein Papst, über die Lässigkeit und den geheimen Widerstand, womit an vielen Orten die weltlichen Behörden die Ausführung der Inquisitionsurteile zu umgehen suchten und befahl, dass sie mit Exkommunikation und Amtsentzug bestraft und ihre Gemeinden mit dem Interdikt belegt werden sollten. Wenn man eine Gemeinde oder einen größeren Landstrich mit einem Interdikt belegt, dann heißt das, dass man in der Zeit, wo das Interdikt dort herrscht, keine römisch-katholischen Sakramente mehr ausführen kann. Das heißt, keine Hochzeiten, keine Beerdigung, keine letzten Salbungen, keine Eucharistiefeier, keine Messen und so weiter und so weiter. Das heißt, die Toten würden sich in der Straße stapeln, weil man darf sie nicht beerdigen. Also das Interdikt ist schon eine schwere Waffe der Kirche gegen den Staat. Im Jahre 1458 weigerten sich in Straßburg der Bürgermeister Hans Drachenfels und seine Kollegen anfangs, den Hussitenmissionar Friedrich Reiser und seine Dienerin Anna Weiler verbrennen zu lassen. Aber die Kirche wusste ihren Widerstand zu brechen und sie zur Ausführung des Urteils zu zwingen. 30 Jahre später, im Jahre 1486, weigerten sich die Behörden von Brescia, einige Zauberer beiderlei Geschlechts, die durch die Inquisition verurteilt worden waren, zu verbrennen, wofern man ihnen nicht gestattete, das Prozessverfahren zu prüfen. Dieses Verlangen wurde als offener Widerstand gegen die Inquisition betrachtet. Hallo? Ich will die Gerichtsakten einsehen, ich will sehen, ob die Verurteilung zu Recht war, und das wird als offener Widerstand gegen die Inquisition betrachtet. Wie ist das denn heute, wenn ich probiere, irgendwelche Geheimakten zu studieren, um zu sehen, ob die Dinge da auch rechtens verlaufen waren? Das ist dasselbe. Das ist ja schon ein Sakrileg. Zwar hatten Lehrer des bürgerlichen Rechts versucht, den Nachweis zu liefern, dass die weltlichen Behörden ein Recht hätten, Einsicht in die Akten zu nehmen, aber den Inquisitoren war es gelungen, diesen Anspruch als unrechtmäßig zurückzuweisen. Antichristpapst Innozenz VIII. Entschied sofort, dass die Forderungen der Behörden von Brescia ein Ärgernis für den Glauben seien und ordnete die Exkommunikation der betreffenden Beamten an, wenn sie nicht binnen 6 Tagen die Verurteilten hinrichteten, indem er zugleich jedes entgegenstehende städtische Gesetz für null und nichtig erklärte. Eine Entscheidung, wodurch den weltlichen Behörden eine Frist von 6 Tagen zur Ausführung der Verdammungsurteile gesetzt wurde. Ein schwererer Streit entstand im Jahre 1521, als die Inquisitoren versuchten, die beiden Diözesen Brescia und Bergamo von den Hexen zu reinigen, von denen dieselben angeblich noch immer belästigt waren.
Der Inquisitor und die bischöflichen Ordinarien gingen scharf gegen die Unglücklichen vor, aber die Signoria von Venedig legte sich ins Mittel und wandte sich an Antichristpapst Leo X., der seinen Nuntius in Venedig beauftragte, die Prozessakten zu revidieren. Dieser Letztere übertrug seine Machtvollkommenheiten an den Bischof von Justinopolis, der sich mit dem Inquisitor und den Ordinarien nach dem Valcamonica, wo die angeblichen Ketzer zahlreich waren, begab und mehrere von ihnen zur Auslieferung an den weltlichen Arm verurteilte. Unzufrieden mit diesem Prozessverfahren befahl der Senat von Venedig dem Gouverneur von Brescia, die Urteile nicht auszuführen, ihre Ausführung nicht zu dulden und die Kosten des Prozessverfahrens nicht zu bezahlen, sondern die Akten zur Revision nach Venedig zu schicken und den Bischof von Justinopolis zu zwingen, vor dem Senate zu erscheinen, was er tun musste. Der Unwille des Papstes hierüber kannte keine Grenzen. Antichrist Leo X., der Gegenspieler von Martin Luther, wie wir uns erinnern, im 16. Jahrhundert, versicherte dem Inquisitor und den bischöflichen Beamten nachdrücklich, dass sie volle Jurisdiktion über die Verbrecher hätten, dass ihre Urteile ohne Revision oder Nachprüfung auszuführen seien und dass sie diese ihre Rechte mit der unbeschränkten Anwendung der kirchlichen Zensuren durchsetzen sollten. Aber der Geist jener Zeit war aufrührerisch gesinnt und Venedig war es immer ganz besonders in allen Angelegenheiten gewesen, die das heilige Offizium betrafen. Wir werden später sehen, wie der Rat der Zehn unerschrocken seine Stellung behauptete und die Überlegenheit seiner Jurisdiktion in einer sonst unerhörten Weise zur Geltung brachte. Das und das Weitere in diesem Buch ist für die folgende 53. Lesung. Ich danke heute fürs Zuhören und Zuschauen. Ich hoffe, dass es für euch nicht zu kompliziert war, am Anfang dem zu folgen. Und ansonsten würde ich euch raten, hört es euch nochmal an und stellt eure eigenen Nachforschungen an. Ihr müsst mir ja nicht glauben. Aber besorgt euch Bücher, die wahre Geschichtshintergründe belegen, wenn solche Dinge wie zum Beispiel aus den Memoiren von Wilhelm II. Zitiert werden oder solche Dinge wie die Aussage aus dem Völkischen Beobachter. Dann besorgt euch das Buch, wo das Original drinsteht. Oder besorgt euch deren Quellen, wenn das noch geht. Das ist ja auch nicht immer so leicht. Aber messt alles an der Bibel. Das ist das Wichtige und die wichtige letzte Botschaft, die ich in diesem Video mitgeben möchte. Seid gute Berührer. Seid bessere Juden als die in Thessalonik, weil ihr täglich alles an der Bibel messt, um zu sehen, ob die Dinge so sind. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 11. Bis zum nächsten Mal. Shalom. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine, du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er so gut erschaffen hat. Der Mensch tut's aber zerbrechen.
Wahrheit widersprechen. Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren, er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben, der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestiftet. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen. Möge niemand von ihm weichen. Den Tod er überwunden hat, ein wahrer Mensch und wahrer Gott. Mit Kraft hat er's bewiesen, die Wahrheit uns Sünd und Last vermeiden. Der Geist, der ist das Unterpfand, der uns zum Erbteil ist gesandt, das Christus hat erworben, als er am Kreuz gestorben, von der Welt nicht verdorben. Dem Vater sei nun Sohn's Willen.